Moin Leute, ich bin gerade auf dem Weg, einen Roller abholen. Hänger ist auch hinten dran. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, was für ein Roller. Ich weiß nur, 50 Kubik Papiere sind dabei, aber kein Schlüssel. Ob ich da gleich einen Haufen Altmetall bekomme oder einen vollwertigen Roller, das seht ihr gleich. Warum hole ich jetzt einen Roller ab oder warum kaufe ich so einen Roller, wenn ich gar nicht weiß, was da Sache ist? Ganz einfach, ich habe dafür nichts bezahlt. Ich habe mit einem Arbeitskollegen geschnackt, der sagte, ja, ich habe da noch einen Roller stehen. Und habe ich gesagt, ja, was willst du denn haben? Hat ein bisschen rumgedrunzt und sagt, weißt was, hol den einfach ab. Also ich bezahle nichts für den Roller und dafür kann ich auch mal mit einem Hänger irgendwo hinfahren und den hinten reinwerfen. So, genug geschnackt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Roller hinten eingeladen habe und dann schauen wir uns an, was wir da erworben haben. Bin wieder zurück und wir haben jetzt einen Schrottroller geholt, also auf jeden Fall Schrott, aber halt komplett und vielleicht sogar wieder zum Herrichten gedacht. Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir haben einen Peugeot Big Max 50. Ich habe den PGO jetzt erstmal trocken gestellt, Wetter ist echt scheiße geworden und wie ihr gesehen habt, der Zustand vom Roller ist nicht der beste, aber darauf gehen wir im nächsten Video ein, wenn wir eine kleine Bestandsaufnahme machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein kostenloses Abo da und den Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.